Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf dem Kanal Sonne Gaming und wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir ein neues Spiel. Beziehungsweise ich habe es ja als Demo schon mal gespielt. Also Euro Truck Simulator 2 habe ich ja als Demo gehabt. Ich dachte mir aber, dass ich jetzt ein Video mache. Vorab, ich habe mir dieses Spiel nicht selber gekauft, sondern mein Freund hat mir es geholt. Finde ich sehr geil. Und auch sehr nett. Und jetzt habe ich aus Versehen ein Foto gemacht. So. Wir nennen das Stando YouTube, damit ich weiß, dass das hier das YouTube-Profil ist. Ich habe nämlich natürlich auch ein privates Profil, wo ich auch selber ohne YouTube es mache. So, ein Bild. Wir sind keine Frauen, wir müssen erstmal auf männlich umändern. So, da würde ich sogar sagen, nehmen wir diesen Dude hier und den altbekannten orangenen Skin und das hier. Wobei, das habe ich in meinem privaten Profil, nehmen wir das hier. Und drücken auf Erstellen, dann auf Controller, dann auf einfache Automatik. So, das funktioniert. Das funktioniert auch. Hoffen wir es einfach mal. Wenn nicht, dann nicht. So. So. Dann gucken wir mal, was wir hier machen sollen. Änderungen an Inhalt festgestellt. Aktualisieren nach Migrationssitz. Okay, wähle die Stadt, in der du beginnen möchtest. Ich möchte natürlich da wo anfangen, wo ich später wohnen will. Und das müsste hier oben irgendwo sein. Hamburg. Genau, da will ich später mal wohnen, Leute. Möchtest du das Tutorial durchgehen? Nee, ich weiß, wie das hier alles funktioniert. Und wir müssen tatsächlich auch von Hamburg nach Hamburg fahren. Perfekt. Wer hätte es gedacht? Also 364 Euro kriege ich dafür sogar. Und ja. So, dann lesen wir. Willkommen im Euro Simulator 2. Endlich hast du die Chance auf deinem Traumjob des Fahrers eines LKWs. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten. Auch ja, das heißt, ich habe irgendwann später auch meine eigene Firma, aber dadurch, dass ich noch nicht allzu viel Geld habe für einen LKW, ich glaube, ich brauche so um die 95.000, um das zu machen. Ein Auftrag ist es, eine Ladung vor Arzttank für Transinet sicher zu Entladestellen nach Hamburg zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Okay. Machen wir das doch. So, aktueller Auftrag. Oh, Arzttank. Montag 10 Uhr. Ich weiß nicht, ob es jetzt 10 Uhr ist oder ob ich bis 10 Uhr da sein muss. Check ich nicht ganz. World of Trucks. Also Welt of Trucks. Okay, es ist 10 Uhr. Und 10.04 Uhr soll ich da sein. Dann fahren wir doch mal direkt los. Würde ich sagen. Ist ja nicht so weit weg. Und dann können wir gleich auch mal gucken, wo wir hin müssen. Oh. Dann mal hier um die Kurve. Ich habe übrigens ein bisschen privat geübt, deswegen weiß ich jetzt ein bisschen, wie man hier um die Kurven fährt. Und habe natürlich auch einen privaten Dings in Hamburg gestartet. Also ich kenne mich hier ein bisschen aus. Deswegen. Ja. So, ich fahre natürlich mit Lenkrad und Gaspedale. Damit es ein bisschen geiler ist für mich persönlich. Nee, das ist einfach geiler, nee, auch zu fahren. Als mit Maus und Tastatur. Ich fahre natürlich in Automatik, das heißt, ich tue nicht selber schalten. Würde ich auch absolut null hinbekommen. Ja, hier rein. So. Zack. Ja, wir überspringen das erstmal. Wir können ja später dann das selber machen. So,
dauert 3 Minuten, also ich bin eine Minute praktisch zu früh. So, bin ich frei wie der Wind, später, und es ist 10.03 Uhr. Ich trinke jetzt erstmal was, Leute. Das muss ich jetzt erstmal tun. Ah, so. Dies ist eine Firmenzentrale. Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Okay. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir deine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Okay, Leute. Es wird also anscheinend eine ziemlich lange Zeit sein. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Auf jeden Fall werde ich eventuell auch mal privat so an diesem Profil hier weiterspielen. Das jetzt nicht 100 Jahre dauert, bis ich auch hier wirklich Aufträge, Frachtmarkt und sowas machen kann, weil aktuell kann ich ja nur schnell Aufträge, weil ich halt alleine bin. So, ich würde tatsächlich sogar das hier erstmal machen und auch annehmen, so, ich weiß gar nicht, Hamburg bis Rostock. Oh, das ist eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Aber ja. So. Jetzt mal Motor an. Und dann fahren wir auch schon los. Ab nach Rostock. Ich war, glaube ich, noch nie in Rostock gekauft. Ich sehe noch nie in Hamburg. Aber in Köln war ich gerade schon mal. Jetzt fängt es bei mir gerade an zu regnen. Was nicht geil ist, weil ich später noch weg bin. Okay, es ist sogar Hagel. Ups, jetzt habe ich auch das Ding gebremst vor lauter Regen. So, ich hoffe mal, dass hier keiner kommt, weil ich sehe absolut nichts. So. Dieser Hagel, ne, der geht einem auf den Geist. Leute, ich hoffe, man hört es nicht. Es war doch noch gelb behinderte Ampel. Leute, sorry, das sagt man nicht. Das ist mehr aus. So, dann wechseln wir mal die Spur. Und fahren. Ne, ich fahre wieder links, weil ich gleich wieder nach links muss. Das ist sogar ein Krankenwagen. Was so aussieht. Rettungsdienst steht aber drauf. Wow. Wow, Baum. Wow. Ah! Schild. Brems. Hier ist nur rote Ampel. Nein, ich muss leider vorfahren. Sehe ich die Ampel tatsächlich nicht. Ich bin zu weit vorne. Ah, ist sogar grün geworden. Oh, die Polizei. Ah, jetzt einfach. Ich freue mich nicht, dass die warten müssen. So. Hoffe mal, dass es nicht allzu lange geht. Ich werde übrigens das Video, also das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Ja. Keine Ahnung. Sonst muss ich hier eigentlich immer rechts lang. Aber diesmal muss ich gerade auf. Wenn wir jetzt einfach hier vorne stehen, das ist mir jetzt eigentlich egal. So. Die Ampel ist rot. Ich denke, dass wir die Route hier im nächsten Video tatsächlich weitermachen. Denn ich will das Video doch nicht so lang machen. Also bis 15 Minuten mache ich wahrscheinlich das Video. Und dann, Leute, kommt der nächste Part sogar bald. Ich denke mal jetzt nicht jeden, das ist nicht jeden, wie heißt es? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall muss ich auch vorproduzieren bald, weil ich bald weg bin. Das heißt, dass ich auch wieder vorproduzieren muss. Aber das mache ich wahrscheinlich am Wochenende. Da habe ich ja noch Zeit. So, am diesem Wochenende sind ja bald schon wieder die Ferien. Ich weiß nicht, wo ihr wohnt. Ich weiß auf jeden Fall, dass schon einige Ferien haben tatsächlich. Und bald sogar enden. Bei uns fangen sie aber erst bald an. Von daher kann ich dort schön vorproduzieren. Wow. Vorproduzieren und ja. Was dann? Komm, 100 glaube ich fahren. 80 glaube ich fahren. Ich fahre natürlich schneller. Man kennt ihn, ich fahre jetzt sogar schon 5 km/h. Ist das eigentlich so, dass man ab 10 km/h sogar einen Punkt
Also man klappt, kommt man den Punkt. Leute, schreibt dann in den Kommentaren, wenn ihr schon über 18 seid, ob ihr schon mal einen Punkt habt oder nicht, ob ihr schon einen Punkt habt oder nicht. Oder vielleicht auch die Leute, die ein bisschen illegal sind, Blödsinn machen, indem sie ohne Führerschein fahren. Ja. Okay, okay, dann kriegt ihr wahrscheinlich einen Punkt und dürft nicht Führerschein sogar. Zwei Jahre später jetzt. Ich glaube, irgend so eine Regel gibt es da auf jeden Fall. Aber schreibt das mal einfach in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So. Wo ist denn eigentlich die Bahn? Ah ja, funktioniert das. Okay. War sogar ein Kollege von mir. Also eigentlich nicht, aber. Ich fahre mal hier links, damit der Autofahrer hier rüber kann. Weil er, glaube ich, sogar schneller ist. Ja, der ist nämlich jetzt schon wieder neben mir. Jetzt geht er mir auf die Eier. Ich kann hier rechts rein, weil der ist ein bisschen schnell. Dann kommt der nämlich noch links. Und die hinter mir können mich holen. Ist ja wie im echten Leben tatsächlich. Jetzt muss ich aber auch. Bin gerade fast reingefahren. Mein Gott, wie diesen blöden LKW hier mal überholen. Ich fahre 10 Kilometer schneller als du. Wie kannst du denn so schnell sein? Scheinbar fährt er auch schneller als ich. Sieht wirklich so aus. Oh, ich muss hier rein. Danke für die Blumen, dass ich hier durch konnte. Ja, jetzt halte ich hier den ganzen Verkehr auf, der hier rein will. Aber hier wirklich. Ich gar keiner rein. Von daher kann ich ja auch weiterfahren. So. Immer noch. Was an den Dingen? Ich bin sogar da dran gekommen. Da ist nichts passiert. Auf meinem privaten Spiel, auf meinem privaten Spiel bin ich sogar tatsächlich schon hier in diesem Spiel in London gewesen. Also in Edinburgh. Vielleicht kennt ihr das. Da war ich sogar schon hier im Spiel. Da bin ich sogar immer noch. Wow. Kein Grund zu mir. Also das war ich gerade, der gut habt, aber der Autofahrer. Deswegen. Ich halte hier schon wieder den ganzen Verkehr auf. Hinter mir ist ein Bus. Der darf aber auch nur 80 fahren. Warum blinke ich? Okay. Geil, geil, geil. Sind sogar nur noch 98 Kilometer. Ah, werde ich jetzt blitzen? Nö. Na, ist wahrscheinlich ein Bug, oder? Das Spiel erkennt das gar nicht, dass ich 10 Kilometer schnell fahre. Oder ich werde nicht geblitzt, weil hier 100 ist und ich ja nur 8. Also ich fahre ja normalerweise so schnell gerade als LKW-Fahrer. Aber die Autofahrer dürfen 100 fahren und ich glaube, das ist so geregelt, dass man nicht geblitzt werden kann, weil du halt 100 fahren darfst. Da oben ist Blauschild. Ja, also weil die Autofahrer halt 100 fahren dürfen und ich halt 20 km/h langsamer fahren sollte, aber ich fahre nur 10 km/h langsamer. Das ist eine Baustelle. Das ist keine Baustelle, das ist einfach nur Stau. Ne. Bremst doch nicht. Hallo! Bremst noch länger. Ja, der bremst auf einmal so 100 Millionen davor. Was soll ich denn machen, Alter? Hier wieder so eine Maut, oder wie auch immer das heißt. Ja, Junge, jetzt fahr doch an mir vorbei, du. Ey, wie im richtigen Leben kann man sich hier nur auslassen. Habt ihr das eigentlich mit dem Unfall gehört? Auf der A3, glaube ich, wo 4 Tote gibt. Ich glaube, das sind sogar 4 Tote. Und es gibt auch, es gab noch einen Unfall in Hees und Alter. Ich glaube, das kennen sehr wenige von euch, da ihr alle gefühlt in Großstädten wohnt. Der ist jetzt, glaube ich, so, wirklich. Würde mich mal interessieren, ob ihr in der Großstadt wohnt. Aber ich denke mal, ja. Und du brauchst nicht so angeben mit deinem Motor. Du auch nicht hier. Du kriegst erstmal eine Hupe. Fahr an mir vorbei. Ich überhole dich doch. Oh. Ups.
Hä, warum geht das jetzt runter? Ach so, weil ich hier drauf gedrückt habe. Ah, weil ich da drauf gedrückt habe. Wow. Deswegen. Ich fahre jetzt doch noch die Strecke zu Ende, weil es sogar gar nicht mehr lang geht. Also daher kann ich die Strecke auf jeden Fall noch zu Ende fahren. Weil wir fahren nämlich jetzt auch gerade wieder von der Autobahn runter Richtung Rostock. So, jetzt muss ich ein bisschen abbremsen auf 60. So. So. Jetzt darf ich wieder 80 fahren. Jetzt fahren wir, glaube ich, sogar in Rostock rein. Ja, wir sind ja in Rostock rein, aber noch sind wir irgendwie auf einer Autobahn. Sieht zumindest so aus. Also es sieht wirklich so aus, als wäre ich noch auf einer Autobahn. Das ist, glaube ich, so eine Schnellstraße einfach. Da kann auch eine Autobahn sein. Ich denke mal, das ist eine Schnellstraße tatsächlich. Hm, wer weiß, wer weiß. Ich fahre jetzt mit Absicht auf der linken Seite, damit ich kein LKW reinramme, weil ich den überholen will. Aber diese Autos hier so warm fahren, ich fahre den Ball rein. So, jetzt bin ich in Rostock. Ja, Junge, bremst doch noch. Ja, ich brauche keinen Händler. Ich hab noch kein Geld. Jetzt bremsen die und fahren hier wieder nicht über Grün, ey. Was ist das denn hier eigentlich? So, dann rein in die Olga. Oh, noch 2 Kilometer. Müssten wir ja sogar gleich da sein. Ne? ITCC oder ITCC heißt das, glaube ich. Wow! Junge, am letzten Meter mache ich noch Umfall. Egal. Ich habe 2124 Euro. Passt ja. Also, da kann man auch mal einen Unfall bauen. Ne? Oh, ich muss bremsen. Muss hier weinen. Ah, es hat sogar noch funktioniert. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben es erfolgreich geschafft, unsere erste Fahrt zu machen, um 1000 Euro zu verdienen. Und wir haben sogar fast Level 2. Nice. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst mal gerne ein Like, ein Abo und Kommentar. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie noch andere Links, wo ihr zu Instagram, Twitter, etc. kommen könnt. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute.